Was geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Pokémon Nuzlocke Challenge. Und wir fangen da an, wo wir jedes Mal anfangen, und zwar bei unserem Team. Ich habe nämlich gegrindet, wie ich es in der letzten Folge gesagt habe. Und wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt dann Blümchen auf 31, Pledgeman auf 32. Jetzt haben wir unser Shadow. Shadow ist nämlich ein Name, der von euch gekommen ist in der Kommentarbox. Mit unser Shadow, mit Synchro, also Angsthase, die Fähigkeit Angsthase hat sie verloren. Und jetzt haben wir Synchro, unser Nachtara, Bulky Nachtara, wie ich feststellen musste, Alter, 115 KP ist mega nice. Unser Baby Dry 31, unser Gardevoir, unser Confusio hat sich auf Level 30 entwickelt und hat jetzt... Ist jetzt unser Gardevoir, unser hoffentlich unser MVP in der nächsten Arena, weil das ist Kampfarena und so. Und dann haben wir noch Fleffe auf 32 und sonst ist nichts anderes passiert, bis auf das, dass ich mich vorbereitet habe und zwar mehr vorbereitet habe. Ich habe jetzt nämlich nicht nur Items verteilt, sprich, wir haben auf Baby Dry. Auf Baby Dry haben wir nichts, außer den EP-Teiler, aber der kann ruhig draufbleiben. Wir haben auf Shadow unsere Furchtabel für Unlichtattacken verbessern. Hat leider noch keine Unlichtattacken, aber was soll man tun? Wir haben auf Blümchen und so weiter auch noch deins. Wir haben eine Hirntafel auf Confusio. So, und die jetzt noch keine Items haben, denen verteile ich dann kurz vor der nächsten Arena. Also kurz vor dem Arena-Leiter die ganzen Bären, die ich mir eingekauft habe. Ich habe nachgeschaut, solche Sachen wie Silk Scarf oder Choice Specs oder sowas, diese ganzen Competitive Items, habe ich mich informiert. Das heißt, mein Brain ist um 3 Stufen gewachsen. Kriegt mir erst den Battle Frontier, also After Game. Ich schaue, dass ich vielleicht irgendwie was kriege, was halbwegs gut ist. Ich weiß, dass man, glaube ich, Choice Specs für in Jubelstadt TV kriegt. Oder in Elysis, aber das ist erst nach der 5. Arena, glaube ich. Nach der 5. Arena ist das Ganze. Ja, was ist noch passiert? Eben Shadow hat sich eine von euch oder einer von euch in den Kommentaren gewünscht. War ein ziemlich cooler Name, deswegen heißt unser Nachtara jetzt im Shadow. Und was noch in den Kommentaren gestanden ist, und das ist ein ziemlich guter Einwand, den ich wahrscheinlich auch so machen werde. Ich habe ja gesagt, dass ich zuerst Baby Dry entwickeln will und dann Blümchen mit den Sonnensteinen. Das Ganze wäre wahrscheinlich umdrehen, weil in den Kommentaren gestanden ist, dass Baby Dry eigentlich ja tot sein sollte. Je nachdem von Explosion und so weiter. Und das meiner Meinung nach ist ein sehr guter Einwand. Das heißt, wir werden zuerst Blümchen entwickeln und dann Baby Dry. Guti! Ich hätte mir ja sehr gerne Kronk ins Team genommen, weil wir bis auf Confusio nichts haben. Und mit nichts meine ich nichts. Mann, wir haben zwar Baby Driver, der kann noch immer keine gescheiten Flugattacken. Dafür ist jetzt dann unser Baby Dry, unser Reflektor und Lichtschild. Lichtschild. Macher, Aufsetzer, wie sagt man zu dem Ganzen? Ja, und wir rennen jetzt eigentlich, würde ich sagen, gleich in den ersten Trainer hinein. Der erste Trainer. Kann ich da gleich mit Blümchen drin bleiben? Ich glaube, ich kann da gleich mit Blümchen drin bleiben. Was hat der geschrien von Liebe? The fuck? Okay, naja, auf jeden Fall. Wir sollten jetzt Level 23. Ja, wie gesagt, ich habe mich eben wieder informiert über das höchste Level vom Arena-Leiter und ich glaube, das höchste Level ist das Lucario auf Level 32? Glaube ich. Ja. Wie gesagt, ich gehe nicht nochmal unvorbereitet in einen Arena-Kampf rein. Wir wissen alle, wie der letzte ausgegangen ist. Nicht gut. So. Dann trainieren wir eigentlich eh gleich
die, die ich trainieren wollte, weil Blümchen und hier Baby Dry hängen noch ein wenig hinterher. Ich meine, wir haben ziemlich gute Karten mit Blümchen, weil Gift kampfresistiert. Deswegen hätte ich mir so gern Kronk ins Team genommen, weil Kronk Giftflug, vierfach Resistance gegen Kampf und einfach, das wäre viel zu überpowered in dem ganzen Ding hier, in dem ganzen. Ui, na ist egal, Gigasauger wird auch helfen. Wir gehen auf jeden Fall, ich habe mir nämlich eine Strategie überlegt für die Arenaleiterin. Wir gehen auf jeden Fall mit Blümchen rein, setzen Toxic Spikes auf, also zweimal Toxic Spikes für die stärkere Vergiftung. Dann schicken wir Baby Dry rein. Baby Dry sollte auch noch alles resistieren. Setzen Lichtschild und das Ganze auf. Und wenn dann Lichtschild und das Ganze vorbei ist, beziehungsweise nicht vorbei, sondern aufgesetzt ist, kommen wir mit Gardevoir, also mit unserem Confusio rein. Und dann hoffentlich schaffen wir es, da alles zunichte zu machen. Warum haben die alle drei... Fuck. Warum haben die alle... Ey, ich hätte vielleicht noch vorher in die Dinge reingehen sollen. Egal, wir brauchen Blümchen eh nicht in unserem Arena-Fight, sondern erst... beim Arena-Leiter. Und zwar nicht so in die Arena-Fights. So. Meditate ist halt das einzige Mon... für das wir Pledgeman haben, weil Meditate ist ja nicht nur Kampftype, sondern Psychotype, und dafür haben wir dann Pledgeman mit Gift. Ja genau, außerdem Pledgeman hat fucking Eiszahn gelernt und das wird noch so... Ah, okay. Gut, das resistiert sich wieder. An das habe ich natürlich nicht gedacht. Weil Unlicht wird ja resistiert vom Kampf. Medizin ist eigentlich gar nicht so ein mieses Mon. Aber wir werden ja sehen. Ich glaube nicht, dass wir im Notfall können wir auch auf eine Drang Rage, Aufpumpung und dann mit Pledgeman alles one-shotten. Was gehe ich für Biss? Gegen einen Kampfmon. Übrigens habe ich schon wieder nicht gewechselt. Ich Dumbatz. Ob ich das jemals noch lernen werde, ob ich... Das ist halt das Gute an den Hex. Ja, genau. Also Pledgeman resistiert ja auch wegen Flugattacke. Wegen Flug Sekundärtypen. Das finde ich halt das Geile an Hex. Boah, schon wieder zurückschrecken? Das finde ich halt das Geile an Hex. Da ist diese Nachfolge gleich eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob man das einstellen kann, so im normalen Spiel. Ich glaube nicht. Wäre auf jeden Fall cool, wenn... Das könnte ich ja nachschauen, aber ich glaube nicht, dass man das in die Einstellungen ändern kann, oder? Man kann es einstellen! Und ich krieg das erst jetzt mit! Alter, I like it! So. Müssen wir dich machen oder nicht? Wir müssen dich machen. Ach ja. Dam, 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 dam. Badalala, die haben alle so viele Mons. Ja, wenn Klibunkel gegen Klibunkel haben wir eigentlich gute Karten, weil... Obwohl. Klibunkel resistiert Pflanzenattacken. Gut. Das heißt, wir gehen rein mit...
Sollen wir mit Confusio schon rein? Es bringt uns nichts Angeberei, weil Angriff von Confusio bringt uns Nüsse. Wir brauchen das Spezi-Attack. So, wir haben... Bitte komm durch. Na, natürlich kommst du nicht durch. Wait, ich wollte gerade sagen, ist Vergeltung... Alter, ich habe gerade Vergeltung mit Verfolgung verwechselt. So, vierfach effektiv, Hirntafel, Batz, du hast keine Chance mehr. Ich habe gerade Vergeltung mit... Hier, Verfolgung verwechselt mit Unlichtattacke, das ist nicht gut. Baby Dry Level 32. Das heißt, ein Level noch, dann lernt Baby Dry die erste Attacke, die halbwegs okay ist, und zwar Ancient Power. Also, antike Kräfte oder so? Ist ein Gesteinsmove, lustigerweise. Normal. Also, müsst ihr euch geben, Normalflug erlernt als allerersten. Hier, als allerersten useful Move fucking Ancient Power. Naja, ist egal. So, wo muss ich da jetzt hin? Darüber? Ja. Ah, okay. Hab's schon. Diese ganzen Sandsäcke, da bin ich als Kind, weiß ich nicht, vielleicht 3 Stunden an der Arena gehockt, weil ich nicht gewusst habe, wie man diese Sandsäcke schlägt. Das sollte es eigentlich hier gewesen sein, oder? Was Trainer anbelangt. Ich glaube, ich verkack's jetzt schon wieder. So, du musst daher, I guess, ich glaube. Und mir das hier machen. Ja, genau. Dann wäre ich noch geschwind vor dem Arena-Leiter die Beeren verteilen, was ich habe. Achso, okay, einen Trainer haben wir noch. Ja, gehen wir gleich in den Trainer. Wir müssen ihn so oder so machen. Ich finde, die Kampftypen haben immer so eine geile Rockmusik. I like it a lot. Scaraborn? Wait, du bist Käferkampf, oder? Also ich mach gegen dich nichts. Käferkampf. Fleffe, Fleffe, Fleffe. Silberblick, Gott sei Dank. Alter. Apropos Scaraborn, das muss ich dann mit euch auch noch durchgehen. Und zwar habe ich mich hingesetzt und habe Honigbäume gesammelt. Ja, der hier hat wirklich Honigbäume gesammelt. Und zwar ist jetzt dann meine Frage an euch. Schon wieder Silberblick. Okay, der Silberblick ist vielleicht nicht so gescheit. Und zwar ist meine Frage an euch, wie schaut es aus? Lassen wir es zählen, dass Honigbäume statische Encounter sind oder nicht? Weil wenn nicht, dann würde das bedeuten... dass ich etliche Pokémon, die ich gefangen habe, jetzt, die zeige ich euch dann nachher in der Box, nicht verwenden darf, weil sie eben schon auf Routen gefangen wurden, auf denen wir schon einen Encounter haben. 2 Routen, so. Wait shortly, das machen wir dann nachher. 2 Routen, denen ich einen Besuch abgestattet habe. Die Pokémon dürften wir so oder so verwenden, weil da war eine Route, war das Windkraftwerk. Das habe ich euch damals ja eh gesagt, dass wir uns die Route aufheben für den Honigbaum. Und eine Route, das ist die Route Also wenn man bei Herzhofen, also beziehungsweise bei Erzlingen, die... So, was haben wir gesagt? Blümchen bleibt drinnen. So. Ich erzähle euch danach weiter. Nein, nicht einsetzen. Einsetzen brauche ich nicht.
Ich sag's euch, wir gehen in keinen Trainerkampf mehr unvorbereitet rein. So. Wer hat noch keine? Du hast noch nichts. Das heißt, wir gehen mit Blümchen da jetzt rein, weil Blümchen sollte alles resistieren. Dann schauen wir mal, wie weit wir mit der Folge sind und vielleicht holen wir uns unten noch einen Encounter. Und das mit den Honigbäumen erkläre ich euch später. So. Wir haben was vor. Nervös, weil ich ganz genau weiß, wie der letzte rausgekommen ist. So. Fuck. Überlebst du eine Konfusion? Ich glaube ja. Vor allem, wenn sie für einen Attack-Move geht. So, wir machen Doppel-Layer. Du hast Felsgrab. Hast du keine Konfusion? Ja, jetzt an mir. Da! So, Entschuldigung. Weh, ich bin verwirrt. Deswegen haben wir die fucking Bären. So, jetzt haben wir einen Double Layer Toxic Spikes. Soll ich überhaupt noch Reflektor und das Ganze aufsetzen oder nicht? Ich glaube, wir probieren es mal ohne Reflektor. Dann werden wir vielleicht ein wenig zu gut vorbereitet. Reflektor, das Ganze machen wir dann in... Ach so. Verdammt, das habe ich vergessen. Aber ich glaube, wir sind immer noch schneller. Weil Felsgrab sollte uns nichts aufmachen, weil wir es resistieren. Mit Kampf. Man gegen... Ja, genau. Sind wir jetzt... Jetzt ist die Frage, sind wir immer noch schneller oder sind wir... Bitte keine Verwirrung. Nice. Wir sind immer noch schneller, dank dem Felsgrab. Okay, das war's dann für Medite einmal. So, und jetzt sollte ich eigentlich nicht mehr wechseln dürfen, oder? Ha! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, Lucario kriegt fucking Gift. Das heißt, wir brauchen aber trotzdem einen Reflektor, meiner Meinung nach. Weil Lucario packs a punch, my dude. Überhaupt mit seinem Ableithieb. So, ich glaube, wir können den Ableithieb tanken und setzen uns dafür einen Reflektor auf. Für 5 Runden. Ja, genau. Hier ist der Ableithieb, der wird resistiert. Nein, wieder nicht. Und Lucario ist... Wir brauchen nur einen... Ach du Scheiße. Kein Crit, bitte kein Crit. Bitte kein Crit! Dankeschön. So, jetzt haben wir einen Reflektor für 5 Runden. Das wird schon passen. Und jetzt wechseln wir raus zu... Ich glaube, wir wechseln sogar zu Fleffe. Weil Fleffe... Das einzige Problem ist, dass Lucario selbst gegen Kampfattacken... Alter, das Ding mit dem Ableithieb geht mir so... Ja, aber hier mit dem Reflektor sollte das eigentlich kein Problem sein. Mit Tempohieb sind wir eh schneller. Das macht nicht die Hälfte. Okay. Wir setzen den Trank ein. Schon wieder vergessen, Tränke zu kaufen. Mann! Fuck! Schon wieder vergessen, Tränke zu kaufen. Was soll die Kacke? Da Gott sei Dank haben wir Reflektor aufgesetzt, weil sonst... Das Ding ist Boden. Der hat Bodenattacken? Ja, aber jetzt... Ist sie jetzt in Heal Range oder ist sie jetzt nicht in Heal Range? Das ist die Frage. Wait. Reflektor funktioniert nicht mehr. Warum ist das Ding nicht vergiftet? Wir haben fucking Toxic Spikes. Jetzt aber, oder? Ja, ich denke mir, Alter. Wir hatten fucking Toxic Spikes. So, und jetzt gehen wir zu Confusio raus.
Weil jetzt wieder für den Kampf-Move gehen. Hoffentlich für den Kampf-Move gehen. Ja, genau. Stallen wir? Oder wechseln wir? Weil nochmal eine Stärke halte ich nicht aus. Weil Stärke... Wir stallen noch einmal. Ist gut, dass wir... trotzdem die Tränke noch haben. Stärke ist... Gesteinsmove, wenn mich nicht alles täuscht. So, Felskraft. Warum haben die alle Steinmoves, Alter? Wir sollten aber trotzdem noch schneller sein. Und die Poison kickt langsam rein. Ja, wir sollten trotzdem noch schneller sein. Und mit der Hirntafel, auch wenn es nicht ein K.O. wird. Wow. Well, so Ancient Power, oder? Ja, genau. Eine Attacke vergessen, Ancient Power nehmen wir statt Metronom, weil Metronom werde ich nicht mehr benutzen. Ah, won't do it. Dann haben wir halt wenigstens etwas, womit wir arbeiten können. So, und das war der Orden. War trotzdem teilweise knapp, überhaupt bei Fleffe gerade wieder, aber gut, man merkt, was Vorbereitung bringt, Alter. Ich verstehe nicht, warum er der Kampfarena einen Bergorden gibt. Keine Ahnung. Well, I guess. Ich kann Fliegen einsetzen. Ich kann fucking Fliegen einsetzen. I'm so happy right now. Weil ihr wisst nicht, wie was für ein Pain in the Ass das war. Honigbäume zu farmen, ohne Fliegen. So, jetzt müssen wir das Ganze mit Lucia machen. Ah, das Problem ist, müssen wir das... Ja, wir müssen das mit Lucia mit... Müssen wir gleich das mit Lucia machen. Und dann hätten wir eigentlich auch schon den Flugmove für Baby Dry, oder? Dann wäre ja eigentlich Baby Dry... So, was Moves auch geht, weil Baby Dry, glaube ich, Baby Dry wird immer mein Lichtschild, Special Ding, unsere Shield Ding sein, unsere Shield Aufsetzer sein. Das wäre, glaube ich, so beibehalten. So, das ist die Frage. Machen wir das jetzt oder holen wir uns noch den Encounter? Ich glaube, wir machen das jetzt und holen uns dann in der nächsten Folge den Encounter. So. Du machst mit Unlicht und Boden und Gift Mons auf. Das heißt, wir gehen... Ach was, wisst ihr was? Wir gehen mit Fleffe rein. Wir gehen mit Fleffe rein. Glaube ich, die gute Sache. Wundert euch nicht. Achso, ich wollte euch das Ding auch noch zeigen. Egal. Ihr müsst mir nur in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ob ihr... Das hätten wir noch machen und die Rüppeln in der nächsten Folge. Naja, egal. Das Ding hat... haben Die Dinger haben zwei Zubats. Pipi. Oh, Pipi. Oh, no, Pipi. Alter, wir sind überlevelt. So, ja genau, was ich vorher sagen wollte, I got carried away by Music. So, wir hauen das Zubat weg. Wir hauen das Zubat weg, weil das Zubat kann Flugattacken und das ist gar nicht gut für Fleffe. Obwohl,
ich muss den EP-Teiler endlich von fucking Baby Dry wegnehmen. Das Ding hat auch Metronom? Metronom ist so lächerlich. Das geht aufs Pipi, oder? Ja, genau. Pipi. I need to pipi. So, wir hauen uns Confusio rein, weil Confusio... Ich weiß, Gunk Tank kann Unlichtattacken, aber ich glaube... Okay. Die haut der Kadabra? What? Ja, okay, gegen Kadabra sollte das Ganze eigentlich nichts ausmachen. Wir haben jetzt zwei Psychomons drinnen, Alter. Confusio setzt Konfusion ein. Das ist das Einzige, was mich an den Namen stört. Confusio setzt Konfusion ein. Alter, ich muss Baby Dry endlich den... Das habe ich nicht gewusst, dass Skunkapu nicht von... Aber wir hätten eigentlich... Obwohl, das ist ein Giftmon, ich Idiot! Ja, genau. Und wir machen trotzdem so viel Damage. Alter, jetzt kommt der Reflektor. Warum sind eigentlich meine Mates immer so unnötig? Ja, egal. Ich will noch nicht. Doing a lot for the team, Dawn. Obwohl Barry in Doppelkämpfen ist noch schlimmer. Der macht meistens gar nicht. I mean, okay, es ist zwar schön, dass ich jetzt die Reflektor- und Lichtschilder-Ding kriege, aber... Well, es bringt sich auch nichts mehr. Naja, wenn man was machen muss, muss man es selber machen. Habe ich schon mitgekriegt. Alter, ich muss Baby Dry echt die Ding wegnehmen. Der kriegt so viel XP for free. For free. So. Ist eh schon am höchsten Level. Kriegt trotzdem noch alle XP. Ach so, verdammt. Jetzt haben wir fucking Libell noch, oder? Wir haben Fliegen! Jesus sei Dank! So. Hier. So. Ja. Bitte noch in die Kommentare schreiben. Ich mach da wohl den Abschluss, weil wir sind bei 30 Minuten und das ist sicher genug. Also. Liken, subscriben, schaut mir bei Twitch vorbei. Ich weiß, der letzte Grinding-Stream ist sich leider zeitlich nicht ausgegangen, deswegen habe ich von alleine nicht gegrindet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das okay findet mit den Honigbäumen, ob das als eigene Route zählt, also ob statische Encounter zählt oder eben nicht. Oder ob wir dann... Wartet, die zeige ich euch noch geschwind. So, und zwar haben wir die zwei, was auf eigenen Routen gewesen wären Ball, wegen Ball. Das Ding ist 100% fix auf einer eigenen Route. Dann haben wir Useless, und zwar wegen männlichen Wadribi. Die könnten wir auch noch verwenden, wobei ich die nicht verwenden wäre, weil Useless. Und die vier hier, Arschgeich, Kackhaufen und Gloveman und You Like Jazz. You like Jet? Die könnten wir verwenden, wenn wir hier. Wenn ihr euch dazu entscheidet, das überlasse ich euch, dass Honigbäume als eigene Route zählen. Trotzdem, auch bei Honigbäumen zählt nur ein Pokémon pro Honigbaum. Gut, das entscheidet ihr. Dann würde ich sagen, ciao, ciao und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder und
Tschüdelü.